Guten herzlichen Tag. Wir sind hier mal wieder mit Pokémon Smaragd Edition. Und zwar habe ich beschlossen, das Let's Play nochmal von vorne anzufangen, in einer anderen Version. Weil es mir nämlich viel zu einfach und langweilig geworden ist. Ich meine, wenn man die ganze Zeit 10 Levels höher ist als alle Gegner oder sogar noch höher, dann ist einfach überhaupt keine Herausforderung mehr da und den Jackpot zu gewinnen wäre auch verdammt schwer gewesen. Ich habe jetzt in Advanced Map nachgeguckt und gesehen, dass ich tatsächlich sogar schon auf Routen gewesen wäre, wo ich die Jackpots hätte gewinnen können. Auf einer bestimmten Route hätte ich nämlich 1% Chance auf ein zufälliges Jynx gehabt und auf einer anderen Route 10% Chance auf einen Devgong, aber halt eben kein Glück gehabt im Let's Play. Deshalb kommt jetzt stattdessen eine andere Version, die wesentlich schwerer zu spielen ist. In der Hoffnung, dass ich mich da jetzt wirklich anstrengen muss. Ich habe es Test gespielt und gegen die BFF May am Anfang gleich mal haushoch verloren, weil die jetzt nämlich gleich mal Level 14 ist. Und man selber startet ja nur mit Level 5, also da ist jetzt die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch geworden, Hitter zu werden. Ich muss einfach Glück haben, dass ich diesen ersten Kampf dann überhaupt irgendwie schaffe. Allerdings kommt jetzt eh wieder erstmal dieser ewig lange Anfang, den man ja leider nicht überspringen kann, den ich aber diesmal auch schon kenne, sodass der noch langweiliger ist. Eigentlich schade, dass ich nicht gleich diese Version gespielt habe. Aber gut, so habe ich immerhin mal alles Mögliche fangen können im vorherigen Let's Play-Versuch. Am Anfang kann man noch nicht mal rennen. Das nervt vielleicht mal. Niemand will eure nervige Tochter kennenlernen. Niemand hat Lust auf diese nervige BFF May. Diese Stor-Tattoos, die einen voll fertig macht, weil die nämlich Level 14 am Anfang ist. Wenn ich ihr den Ball bloß klauen könnte, dann müsste ich gar nicht gegen sie kämpfen. Soll ja nur gucken, dass ich den Ball irgendwo verstecke, wo sie ihn nicht mehr findet. Diese lästige Bitch. Hier sind jetzt nämlich die Starter nicht geändert. Es ist gut möglich, dass dann die sogenannte BFF May unbesiegbar ist, je nachdem, was ich wähle. Die können zum Beispiel von Anfang an den Shedinja haben oder so. Oder den Gengar, der ja gegen normalen Schaden immun ist. Aber ich versuch's mit dem Feuervieh. Der erste Gegner war natürlich einfach. Allerdings in dieser Version kriegt man auch langsamer Erbsen. Zusätzlich zu der Tatsache, dass gegnerische Trainer oft ein höheres Level haben als normalerweise.
Ich will diese Peach wirklich nicht sehen. Du Herrschi. Sie haben nämlich keine Chance gegen die, das weiß ich jetzt schon. Aber ich fürchte, es geht auch nirgends anders lang. Man kann nur nach oben aus der Stadt raus, oder? Ja, gell? Da kann man aber nur gegen das Looter kämpfen. Oder sich an irgendwelchen wilden Viechern hochleveln. Das ist echt mal merkwürdig, dass es nicht einfach irgendwo weitergeht. Man hat nämlich natürlich auch keine Gurkenbälle, sodass man es mit dem einen Pokémon schaffen muss, das man hat. Ach verdammt, ich habe vor allem natürlich vergessen, den E-Tank zu holen, der da in dem Haus am Anfang ist. Naja, ein paar Level-Ups werde ich wahrscheinlich machen. Man ist hier jetzt in so einer Stadt, aus der man aber, glaube ich, nicht rauskommt. Wo man natürlich auch absichtlich keine Gurkenbälle kaufen kann. Denn ansonsten könnte man sich ja was fangen und dann hätte man eine Chance. Man kann hier nämlich nicht lang. Wegen diesem Erschi. Wenn's den nicht gäbe. Wobei, man kann ja eh nichts fangen, also bringt's nichts. Sondern man muss hier jetzt gegen BFF May kämpfen und die hat voll fertig gemacht. Und das Schlimmste ist, wenn man da jetzt Game Over gemacht wird, und das wird wahrscheinlich passieren, dann geht das Spiel noch nicht mal weiter, sondern man muss die besiegen. Mal sehen, wie schnell ich eingestampft werde. Wahrscheinlich wird die mich gleich mit dem ersten Treffer killen. Hä? Ich hab gedacht, hier heißt May. Vor allem Tamer, hä? Das war auch was vorher passiert ist. Nur Level 12. Eigentlich gedacht, die wäre Level 14. Aber ich werde jedenfalls überhaupt nichts machen können. Weil ich ja nur Level 5 bin. Das sieht ja mal so richtig viel ab. Ich habe schon so viel abgezogen. Der Gegner benutzt ja immer nur Lia. Na toll, das gilt mich jetzt. Stimmt's? Nee, noch nicht. Ich freue mich, ob der Fire Punch jetzt vorprogrammiert ist. Wahrscheinlich leider schon. Wahrscheinlich trifft er auch immer. Das heißt, es gibt jetzt nichts, was ich machen kann, sondern ich gehe jetzt Game Over. Ja, natürlich trifft es jetzt auch noch auf einmal kritisch. Und hier ist immer so ein vorprogrammierter Fire Punch, der mich automatisch killt. Gegen den ich zwar resistent bin und der mich aber trotzdem killt. Das bedeutet, ich bin Game Over. Und es gibt noch nicht mal einen Game Over-Bildschirm, sondern man landet dann einfach wieder da. Ich frage mich ja, ob man beliebig oft Game Over gehen kann. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass ich hochleveln muss, wenn ich irgendeine Chance haben will.
halt so hoch, dass ich diesen Cheater-Gegner wegkriegen kann. Mein Starter kriegt nämlich zwar mit Level 10 einen Feuerangriff, der aber gegen den Gegner natürlich auch nicht effektiv sein wird. Egal, dann level ich mich jetzt halt hoch. Auch wenn es ewig dauern wird, weil man hier ja langsamer levelt. Weil wenn ich diese komische Tamer an, wie die sich jetzt merkwürdigerweise nennt, nicht besiegen kann, dann geht's nie weiter. Wird natürlich ewig dauern, bis ich mich hochgelevelt habe. Noch dazu ist es ja so, dass ich ein bestimmtes Team habe, das ich mir irgendwann holen will. Moment mal. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, wo die kommen können. Den Starter werde ich nämlich nicht behalten. Das heißt, das ganze Leveling wird dann letztendlich für die Katz sein, weil ich den ja irgendwann eher austauschen werde. Das Problem ist auch, dass hier die wilden Pokémon nicht geändert sind, sondern das sind die gleichen wie in Vanilla. So dass ich mit den Gurken-Pokémon spielen muss, die man so halt kriegen kann. Und viele können in Smaragd noch nicht mal überhaupt gefunden werden. Dafür habe ich jetzt aber endlich mal ein Level geschafft. Ich würde mal sagen, ich mache noch mindestens 2 weitere Level-Ups, bevor ich diese Tamer-Anne nochmal versuche. Die ist nämlich zwar doch nur Level 12 und nicht 14, wie ich es in Erinnerung habe. Was aber immer noch viel zu viel ist. Vielleicht müsste ich da tatsächlich Growl einlösen, damit der Gegner nicht so viel abzieht. Und wenn ich das dann oft genug gemacht habe, dann andauernd Scratch, was aber dem Gegner dafür wieder nichts abzieht. Wenn ich die Bitch dann endlich besiegen kann, dann werde ich wahrscheinlich für alles, was danach kommt, erstmal total überlevelt sein. Hier ist echt mal überhaupt keine Erbsen zusammen. Das soll wohl dazu gedacht sein, dass man nicht mehr so schnell überlevelt ist. Wenn mir das ja eigentlich recht sein soll, weil wenn man unterlevelt ist, dann kann man ja immer noch hochleveln und gucken, dass man hoch genug kommt, um gegen den Gegner eine Chance zu haben. Aber wenn man überlevelt ist, dann ist alles einfach nur noch total langweilig. Nur 8 Erbsen. So dauert das echt ewig.
Level 2. Das ist wahrscheinlich auch Absicht von dem Spiel, weil das Spiel ja eigentlich weiß, dass ich Level-Ups brauche. Wenn ich hier wieder Level 3 sind, dann geben sie wenigstens ein bisschen mehr. Bin ja echt mal gespannt, wie oft mich diese Thema Anne noch Game Over machen wird. Jetzt er ist nochmal abgelevelt. Der kriegt jetzt Fokus Energy, das bringt mir ja ganz viel. Selbst wenn es hier nicht verpackt ist, und ich glaube, das ist es auch nicht, bringt es mir ja trotzdem nicht wirklich was. Weil das ja nur bedeutet, dass ich ab und zu mal kritisch treffe. Eigentlich geht es da zwar nach rechts weiter, was mir aber nichts bringt. Ich muss Thema Anne besiegen, wenn ich vorankommen will. Die hat dieses Feuervieh, das ich nicht schaffe. Egal, dann tödle ich hier jetzt halt rum. Aber wahrscheinlich nur für die nächsten eineinhalb Ewigkeiten. Kann natürlich sein, dass ich Safe Date Cheating benutzen werde, um dann später zu gewinnen. Kann aber auch sein, dass das nichts bringt. Der Gegner ja einen Fire Punch hat. Mal wieder Level 3. Allerdings hält es dann auch einen Angriff mehr aus. Natürlich wieder nur Level 2. Dann muss ich auf jeden Fall aufpassen, dass mir die Muni für das Scratch nicht ausgeht. Hier könnte ich fliehen, aber im Trainerkampf dann nicht. Und ich weiß noch, dass ich mal in Pokémon Gelb einen Game Over gekriegt habe, ziemlich früh im Spiel. Weil ich überhaupt keine Moves mehr gehabt habe, die Schaden anrichten können. Wollte ich ja nur noch 20 Mal Stringshot einlösen, während mich der Gegner ganz langsam gekillt hat. Geht ich mal sowas von langsam voran, ey. Irgendwann entwickelt sich dieser Starter ja auch zu was Besserem weiter, aber wahrscheinlich erst mit einem ganz hohen Level. Und hier ist mit Sicherheit noch nicht kriegen wert. Vielleicht wird der ja sogar zu der Magma-Vieh werden, das diese Thema Anne da hat.
Ein oder zwei und das müsste das Level abkommen. Und dann gehe ich nämlich nochmal da hoch und lass mich wieder Game Over machen. Level geschafft. So, dann geht es halt dahin. Beziehungsweise natürlich erstmal Striche holen. Und dann werde ich mich von dieser Rivalentussi wieder nach Hause schicken lassen. Das wahrscheinlich noch ganz oft. Bis der Kampf dann halt irgendwann endlich mal klappt. Weil es nämlich klappen muss. Bevor sie weitergehen kann. Es ist echt nervig, dass man die besiegen muss. Und dass sie sowas Unbesiegbares hat. Was Unbesiegbares ist, immer schneller ist als man selbst. Weil es immer höher levelig ist. Vorprogrammiert ist. Wahrscheinlich ja. Anscheinend schon. Mal sehen, wie viel es abziehen wird. Was? Immer noch so viel? Ist ja nervig. Dann ist es ja immer noch total hoffnungslos. Wobei, es sieht ja unterschiedlich viel ab anscheinend. Aber ich habe jedenfalls immer noch keine Chance. Leider. Muss ich halt noch weiterhin leveln. Ich versuche dann mal bis 10 hoch zu leveln. Dann probiere ich nochmal aus, ob es vielleicht reicht. Aber wahrscheinlich eher nicht. Man kriegt ja keine Erbsen zusammen. Der trifft ja auf einmal dauernd kritisch. Das müsste bei diesem Rivalen-Vibe auch mal tun. Vor allem ist er nämlich zwar resistent gegen den Fire Punch, die hat aber trotzdem davon fertig gemacht. Immer diese Goethe. Natürlich keine Erfahrung geben. Die ich noch nicht mal fangen könnte, selbst wenn ich wollte. Natürlich auch Absicht. Der Rivale hat nur ein Pokémon, also darf man selber erstmal auch nur eins haben.
ersten Generation war es, soweit ich es verstanden habe, so, dass wenn man gegen den Rivale verliert, dann hat man halt einfach nur Pech, dass der seinen Starter dann später zu was Besserem entwickelt als sonst. Eigentlich eine ganz gute Idee war. Naja, gilt das hier aber offensichtlich nicht mehr. Nerv. Man muss immer gewinnen oder man wird von den Gegnern wieder eingeschickt. Ich wollte das letzte Mal ja unbedingt nochmal neu anfangen. Muss ja echt blöd sein. Ich hätte einfach die Version, die ich da vorher gehabt habe, weiterspielen sollen. Und dann hätte ich jetzt vielleicht sogar schon einen Jynx und einen Devgong. Wäre jetzt vielleicht gerade dabei, die hochzuleveln. Ich hab gedacht, dass mich das killt. Das ist halt aber auch Water Gun haben muss. Hochgelevelt! Dann werden halt neue Striche geholt und dann mache ich noch ein Level ab. Bevor ich es da oben nochmal versuchen will. Wenn es ja immer noch nicht reicht, muss ich aber leider noch weiter opleveln. Die Level-Ups sind jetzt schon viel zu langsam eigentlich. Also so langsam, dass man sich überhaupt nicht angucken kann. Okay, der hat seinen Watergang. Na klar! Ey, der taugt ja sogar dann nichts, wenn er Level 9 ist. Man darf ja jetzt gleich schon wieder zur Heilung zurückgehen, was echt toll ist. Vielleicht sollte ich wirklich da unten leveln, weil die bringen ja genauso wenig Erbsen, haben aber keinen Water Gun. Ist ja fies, dass so ein Vogel irgendwie Water Gun hat. Der Vogel kann hier auch kommen, aber bis jetzt kommen hier ja normalerweise immer nur diese Würmer. Weil ich das ja so verstanden habe, dass manche Pokémon in der Wildnis als nur mit 1% Chance kommen können oder so. Dass man so durchschnittlich 100 Zufallsencounter braucht, um die dann mal zu sehen. Der ist schon Level 9 und nicht in der Lage, was das Level 2 ist, mit einem Treffer zu killen. Ist ja los. Sind die hier ja dauernd Level 2. Soll mal wieder Level 3 sein.
Ist jetzt der Balken mal wieder etwa zur Hälfte voll, aber es wird immer noch ewig dauern. Wahrscheinlich wird Level 10 dann immer noch nicht hoch genug sein, um zu gewinnen. Das ist gerade sogar schon im gelben Bereich. Da sieht man mal, wie ewig das hier dauert. Und noch ein paar weniger und ich hab das Level up. Und kann mich dann wieder da oben Game Over machen lassen. Gerade so. Ist dieser nervigen Thema an hier Nervkopf gegen meinen Feuerangriff resistent. So wird mir das kaum was bringen. Obwohl ich jetzt sogar schon Level 10 bin. Ich mache ein Safe State Backup. Eigentlich ist Level 10 ja am Anfang total overpowered. Zumindest gegen normale Gegner. Weil der Rivale ist in dieser Version offensichtlich kein normaler Gegner. Sondern ein overpowerter, wie gesagt.
Und gleich wieder dieser nervige Feuerpunch, der mich killen wird. Na klar. Das sieht ja immer noch viel zu viel ab. Und das? Mal sehen, was das dem macht. Natürlich überhaupt nichts. Natürlich habe ich immer noch keine Chance. Ja, natürlich! Der Firepunch kann mich immer noch mit 3 Treffern killen. Gegen das Scratch kann den Gegner so gut wie überhaupt nicht killen. Und deshalb bin ich jetzt nämlich schon wieder Game Over. Tja, im nächsten Video geht's weiter.